Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Neumann und ich bin Coach für Frauen in Führungspositionen. Und heute habe ich ein ganz ungewöhnliches Thema und einen ganz besonderen Gast. Und zwar Karin Simon. Sie ist Lebens- und Sterbeamme und Kabarettistin. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit ihr. Da ging es darum, welchen Film willst du am Ende deines Lebens sehen? Und das habe ich als Anlass genommen, doch mal hier ein Gespräch mit ihr zu führen. Ja, dann sage ich auch Hallo, Karin Simon. Ich bin auch psychotherapeutische Heilpraktikerin. Das wollte ich jetzt noch erwähnen. Okay, und eben Lebensamme, Sterbeamme, Traueramme und freie Trauerrednerin und Kabarettistin. Genau, Angelika. Sozusagen ein Allround-Genie. Ja, schon. Kann man schon so sagen, das volle Paket. Das volle Paket. Du hast vor kurzem hast du mir eine Geschichte erzählt und ich habe Gänsehaut bekommen. Welchen Film willst du sehen? Ja. Erzähl doch nochmal, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also das war ein Wochenende in der Ausbildung zur Sterbeamme, die ja 2 Jahre dauert. Und Claudia Kardinal ist eben die Sterbeamme, die den Beruf überhaupt ins Leben gerufen hat. Und an diesem Wochenende hat sie uns eben erzählt, dass am Ende des Lebens bei jedem, der stirbt, der Film des Lebens nochmal abläuft. Alles, was wir so erlebt haben, läuft nochmal rückwärts ab in dem Moment, wo man stirbt. Und dann hat sie uns gefragt, na, und welchen Film willst denn du mal sehen? Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann begriffen habe, was das überhaupt eine Frage ist, für eine Frage ist. Und dann ist mir klar geworden in dem Moment, ich bin die Regisseurin meines Films, den ich da am Ende im Sterbebett dann mal sehe. Also muss ich jeden Tag, soll ich jeden Tag, möchte ich jeden Tag mir schöne Momente so kreieren, dass ich im Sterbebett mal lache und sage, das war jetzt schönes Leben, das möchte ich gleich nochmal erleben. Gleich nochmal erleben, das ist schön. Ein schöner Vorsatz. Und ich bin damals nach dem Wochenende, ich weiß noch, es war unglaublich heiß, in meinem wunderschönen Leinenkleid nach Hause gefahren und in Dietfurt war ich so müde, dass ich auf dem Parkplatz gehalten habe, um ein Nickerchen zu machen, sonst wäre ich wahrscheinlich am Steuer eingeschlafen und sehe einen Steg in die Altmühl. Und dann war das erste Mal die Frage, welchen Film möchtest du sehen, Karin? Möchtest du jetzt sehen, dass du in dem Auto sitzt und zauderst oder tust? Und zwar reinspringen. Also ich hatte ja jetzt keinen Badeanzug dabei. Ich hatte nur dieses Kleid und ja, also ich habe mich jetzt nicht ganz nackig gemacht, sonst hätte ich vielleicht einen Auffahrunfall irgendwie verursacht. Da ging ja die Straße vorbei. Aber ich habe das Kleid ausgezogen und bin in der Unterwäsche da reingerupft und es war wunderbar. Ich werde am Tag meines Todes wahrscheinlich unglaublich drüber lachen. Ich muss dazu sagen, dass ich ja etwas fülligere Frau bin und eben dann wirklich nur die Unterwäsche anhat. Eine echte Rubensfigur. Eine Rubensfigur. Aber der Satz hat sich so in meinen Kopf reingebrannt, dass ich oft so Momente habe, wo ich mir denke, gehe ich jetzt baden oder gehe ich in die Küche und tue Fenster putzen? Und dann denke ich mir, jetzt ist es heiß, jetzt ist Sommer. Fenster putzen kann ich im Herbst auch nicht. Stimmt, das läuft nicht davon. Ja. So hat mich dieser Satz, was willst du sehen am Ende deines Lebens, wirklich geprägt. Jetzt ist mir der Stöpsel rausgefallen. Oh. Huch. Wer kommt denn da ins Bild? Ja, das ist so eine Handpuppe, ne? Das ist, ach Mensch, das ist ein Babette. Das ist mein Ohr. Sie nicht immer an dem,
an dem Kabel? Jetzt, das ist die Babette. Darf ich vorstellen? Hallo Babette. Hallo Babette. Babette, hallo. Mit der Babette stehe ich auf der Bühne. Okay. Babette ist ganz wichtig für meine Tätigkeit als Kabarettistin. Okay. Ja, da gibt es auch eine Geschichte. Ich habe da im Altenheim mal eine ältere Dame begleitet, die das Essen und das Trinken eingestellt hat. Das ist ja oft so ein Zeichen, dass sie sich jetzt auf den Weg machen. Und dann immer rumgerannt ist mit so einem Rollator, bis sie fast keine Luft gekriegt hat. Und ich bin dann hin und habe gesagt, na, Namen sage ich jetzt nicht, nennen wir sie Babette. Was ist denn mit dir? Du willst doch eigentlich sterben, oder? Mei, hat sie gesagt, ich darf so gern sterben, aber man weiß ja nicht, wo es hingeht. Ich habe so Angst vor dem Fegefeuer. Damals habe ich mir gedacht, das war noch in der Ausbildung. Keine Ahnung, was ich da jetzt sage, wenn so eine Angst hochkommt. Sterbeammen verwandeln solche Ängste. Ich habe mir dann Hilfe geholt bei eben Claudia Kardinal. Und da kam ganz berührende Mail zurück über die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern und dass Gott ja unser Vater ist. Und wir Mütter, wenn die Kinder auf die Welt kommen, zu fließen vor Liebe. Und die Liebe bleibt, egal was die Kinder machen. Ob sie jetzt uns anlügen oder ob sie irgendwelche Fenster einschmeißen. Am Anfang hört ihr die Babette ganz aufmerksam zu. Ja. Wenn du das erzählst. Am Anfang, wenn die Kinder kommen, dann liebt man sie, dann sind es Engel. Und später gibt es Momente, die kennt jede Mutter, dass man sie an die Wand klatschen könnte. Und die Liebe bleibt ja trotzdem. Und warum soll das bei Gott, der unser Vater ist, anders sein wie bei uns Müttern? Und das habe ich mit der alten Frau damals besprochen, dass man überhaupt keine Angst haben muss vor irgendeiner Strafe Gottes. Oder ich habe auch damals die Frau gefragt, ob sie die Hände von ihren Kindern ins Feuer tut als Strafe. Nein, hat sie gesagt, nein, niemals mehr. Warum soll Gott das tun? Und ich glaube, ich habe ihr dann die Angst nehmen können vom Fegefeuer. Nein, danach drauf ist die Dame gestorben. Okay. Ganz friedlich. Ich habe sie dann noch besucht, wie sie gestorben war. Ganz friedliches Gesicht. Und das hat mich so berührt, dass ich mir diese Dame da gekauft habe. Hallo. Hallo, Babette. Auf der Bühne führen wir diesen Dialog. Ja. Okay? Und darum ist Babette jetzt hier. Hallo, Babette. Hallo. Und du gehst mit auf die Bühne. Ja, wir gehen auf die Bühne und dann machen wir diesen Dialog. Ja. Hoffen, dass wir so vielleicht auch den Menschen im Publikum mal die Angst vor einem strafenden Gott nehmen können. Das wäre so wichtig. Das ist so wichtig, ja. Ja. Das schaffst du bestimmt. Ja. Gott ist Liebe und sonst gar nichts. Sonst gar nichts. Pure, bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe. Ja, ah, ja. Aber ihr liebt euch auch, hä? Wir? Zwei. Wir lieben uns. Ihr seid ein hübsches Paar. Dankeschön. Sag mal, ihr habt ja am Samstag jetzt einen Auftritt. Am Samstag spielen wir in Hersbruck bei einem Bestatter. Bei einem Bestatter? Bei einem Bestatter spielen wir unser Kabarett zum Sterben schön. Okay. Das ist in 2 Stunden. Oh, da dreht sich es eben rein, also wirklich ums Leben, um Sterben und den Tod, sehr humorvoll mit dem Augenzwinkern. Jetzt nicht so platt, also wer Mario Barth erwartet, der wird nach 3 Liedern gehen.
sehr tiefsinnig, aber auch immer mit einem lachenden Auge. Schön. Und da ist Babette auch dabei. Da ist die Babette Hauptdarsteller. Ja, die ist in einem Stück ist sie dabei. Ein Stück. Und am 17. November spielen wir sie in Lubburg. Okay. Ja. Schön. Eure Termine als Kabarettistenpaar. Ja. Aber sag mal, du bist ja nicht nur Sterbeamme. Nein, du bist auch Lebensamme. Bin auch Was bedeutet das? Die Lebensamme ist zuständig, also die Therapeutin Karin Simon, ne? Die Psychotherapeutin am Heilpraktikergesetz schaut natürlich, dass sie eben schöne Momente schaffen kann mit Menschen, die hierher kommen in die Praxis. Ja. Und einfach ganz normale Probleme haben wir jetzt, Beziehungsprobleme, ja, mit Männern oder Männer mit Frauen, das gibt es auch. Und dass man da mittels Familienaufstellung oder Reisen mit dem Klangbaum sich so kleine Oasen schafft, ja, um das Ganze zu verändern. Weil ich kann nur mich selber verändern, ich kann nicht meinen Partner verändern. Ja. Oder es kommen eben Menschen, die einfach eine Atempause brauchen. Meine Praxis heißt Atempause, weil ich bin auch zertifizierte Entspannungspädagogin. Bei mir kann noch man, was? Bei mir kann man autogenes Training erlernen. Okay. Mhm. Oder eben sich eine Reise, ich habe eine Reise mit dem Klangbaum, die ich ganz gern mache, um den Leuten so einen Ort in sich hinein zu implizieren oder wie man sagt, zu verankern, ja, dass wenn sie im Büro sitzen und irgendeiner kommt und mobbt sie oder ist der Stress zu groß, dass sie dann 5 Minuten die Augen zu machen, gehen an diesen Ort, den sie bei mir kennengelernt haben und schon geht's nachher wieder ein bisschen leichter weiter, weil sie sich kurz entspannt haben. Okay. Eine Hauptaufgabe von der Atempause und der Therapeutin der Lebensamme. Mhm. Oder die Arbeit im inneren Kind, das ist auch ganz wichtig. Das innere Kind, das oft bei uns so unglaublich verletzt ist, mittels einer Traumatherapie, ich habe ja auch Traumatherapie gelernt, das heißt, inneres Kind retten, ja. Innere, ich bin ja auch schon ein wenig länger unterwegs, ich hatte schon viel Zeit für Fortbildungen. Das innere Kind retten geht, ist eine ganz sanfte Traumatherapie, wo man mit dem inneren Kind auch auf Reisen geht, mit dem Klangbaum, in der Trance und dann Retter holt, um das Kind zu retten und dann an einen Heilungsplatz zu gehen. Und Hausaufgabe ist dann oft mit diesem Kind auf den Spielplatz zu gehen, zu schaukeln, Eis zu essen, in einen Disney-Film zu gehen, schöne Momente zu erschaffen. Ja. Oasen zu erschaffen. Im Leben, in diesem stressigen, verrückten Leben, das man ja. Lieber verrückt. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was meine Arbeit als Lebensamme. Ein Hauptteil meiner Arbeit als Lebensamme. Machst du dann den Leuten auch Mut, darüber nachzudenken, welchen Film sie sehen wollen? Ja, das gehört zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt als Lebensamme einer die Hausaufgabe gebe, geh mit deinem inneren Kind schaukeln oder rutschen oder ins Eis, das sind ja wieder Momente, auf die man zurückschaut, wenn man mal stirbt. Da schließt sich jetzt der Kreis. Ne? Mhm. Oder auch eine Situation der Ausbildung als Sterbeamme war, Hausaufgabe, geh an einen Ort in deinem Dorf, in deiner Stadt, der ganz, ganz schrecklich ist, dreckig ist, nicht schön ist einfach. Okay. Ich bin auf dem Bauhof damals, Müll und Schrott und such da was Schönes. Mhm. Ich habe damals eine gelbe Blume entdeckt. Und das ist auch so eine Symbolik, egal was du erlebst,
egal welchen Mist du erlebst, schwere Krankheiten oder eben Tod von Angehörigen, irgendwo gibt es eine gelbe Blume. Eine kleine gelbe Blume. Ja, an dem es sich dann doch so einen Moment erfreuen kann. Und in dem Moment, wo du dich freust, aktivierst du deine Selbstheilungskräfte. Ja. Lachen ist gesund. Ja, genau. Und die Kabarett, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Humor, den ich habe. Ja? Ich sage immer, alles verliert seinen Schrecken, wenn man dem Schrecken ins Gesicht lacht. Stimmt. Elle Batsch, ich habe überhaupt keine Angst. Ich lache dir jetzt ins Gesicht. Du Monster. Und da werden die Monster ganz klein, ja? Da werden die Monster klein. Sag mal, du hast doch auch noch eine andere Puppe, oder? Du arbeitest ja auch mit Kindern. Oder ja, überhaupt mit? Ich arbeite mit Kindern. Moment, ich hole sie mal. Jetzt muss ich die Babette mal kurz da ablegen. Ich arbeite mit Kindern, wenn jetzt zum Beispiel ein Geschwisterpaar, ein Geschwisterchen gestorben ist. Okay. Moment, ich muss kurz mal aus dem Bild. So, komm mal her. Hallo. 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 Ja, wer bist denn du? Ich habe einen Sprachfehler. Ich bin die Susi. Du hast einen Sprachfehler? Ich lispel. Du lispelst. Das klingt aber süß. Danke. Und Kinder, also Kinder, wenn kommen, dann reden sie mit mir und nicht mehr mit ihr. Okay. Und ich höre zu. Und mir kann man alles erzählen, was man vielleicht so Erwachsenen nicht erzählt. Ja. Mhm. Und dann erfahre ich schon Sachen, die sehr Geheimnis sind. Und dann kann man Geheimnisse. Kinder haben oft Geheimnisse, die sie Mama nicht erzählen. Aber die erzählen es dann mir. Mhm. Aber das bleibt dann bei mir. Ich habe ja zwei gepflegt. Was ist wichtig? Dann wissen wir um die Traurigkeit und manchmal sehen die Kinder was, was wir nicht mehr sehen. So Engel oder Monster unterm Bett und im Schrank, wo die Mama dann immer sagt, du spinnst, du Kind, ich nehme es ernst. Weil ich weiß, dass Kinder Engel sehen können und viel mehr wie wir. Und manchmal setzen wir uns eine rote Nase auf und gehen ins Altenheim. Ins Altenheim? Was machst du denn da? Singen. Du singst? Hoch auf die gelben Wagen. Ja. Du singst ja nicht mehr mit. Singst du mit? Ja. 1, 2, 3. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich mit Spannung davon. Siehst du? Und jetzt haben wir schon einen Moment erschaffen, an den denkst du bestimmt mal, wenn es bei dir zu Ende geht. Und dann lachst du. Und dann lache ich. Ja, stimmt. Stimmt. Und dann denke ich an dich. Ja. Und schon lachst du und es ist alles nicht mehr so schwer. Ja. Ja. Ist das schön. Danke. Ja. Schon ein wenig verrückt, gell? Aber? Wirkungsvoll. Das ist das, was mich ausmacht. Ist es verrückt? Nicht wirklich. Verrückt. Von der Normalität entfernt. Von dem, was viele erleben tagtäglich. Also wenn man zu mir kommt, dann kann es in der Trauergruppe, ich habe ja auch eine Trauergruppe zum Beispiel, es ist wirklich so, dass wir mehr lachen als weinen.
Schön. Ein schönes Ziel. Zurück ins Leben. Danke, ja, ins Leben locken. Auch Menschen, die eine schwere Diagnose gekriegt haben, eine Krebsdiagnose. Mhm. Es ist gut, nicht zu warten, bis der Tod anklopft, sondern wirklich zu kommen, wenn die Diagnose gestellt ist. Mhm. Dass man, die Sterbeamme hat ja auch die Aufgabe, ins Leben zu locken. Ich kann nicht versprechen, dass ich was heile. Aber man kann wirklich Dinge unternehmen, dass man die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und das ist, wenn man gut drauf ist, wenn man lacht, wenn man sich nicht unterkriegen lässt. Mhm. Ja? Dann kann man auch Glücksmomente auch in dieser Situation erschafft. Glücksmomente, jawohl. Glücksmomente. Genau. Wie das Springen ins Wasser. Ja. Im Weißen, nein, in der Unterhose. Ja. Und sie haben manchmal einfach nichts scheißt, was die anderen denken, sondern macht. Ja, und das Leben genießt und nicht alles so ernst nimmt und hoch auf dem gelben Wagen singen. Ja. Genau. Auch ein Glücksmoment. Oder Barfußlaufen. Barfußlaufen. Ich liebe Barfußlaufen. Ja, ist das so eine Oase von dir? Ja. Das mache ich immer wieder. Das mache ich auch manchmal, wenn es kalt ist. Ja. Dann ziehe ich im Park ich habe ja einen Hund. Ja, schön. Das ist eine andere Oase von mir. Und wenn ich mit ihr spazieren gehe, dann mache ich das, im Sommer mache ich es einfach auch, um zu testen, ob der Boden zu heiß ist für sie. Weil wenn es für meine Füße zu heiß ist, dann ist der Asphalt auch wahrscheinlich für ihre Pfoten zu heiß. Und vor kurzem bin ich dann ohne Schuhe los, weil sie wollte halt gerade in den Park und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ziehe ich mal ohne Schuhe los. Ich war zu faul, nochmal hochzugehen und meine Schuhe zu holen. Und dann war ich da im Park und komme an einer Parkbank vorbei und dann wurde ich sofort angesprochen, ja, sie laufen barfuß. Okay. Wo sind denn ihre Schuhe? Dann habe ich gesagt, zu Hause. Ja, warum laufen Sie denn barfuß? Ich habe gesagt, weil es gesund ist. Und im Winter oder wenn es kälter ist, mache ich es auch. Also nicht wirklich im Winter, aber dann, wenn es wirklich schon kalt ist an den Füßen. Und dann laufe ich aber immer nur ein ganz kurzes Stück. Da ziehe ich meine Schuhe und Socken aus. Dann laufe ich ein kurzes Stück bis zur nächsten Parkbank. Und da schlüpfe ich dann wieder in die Socken rein. Da wische ich nur kurz die Füße ab und dann schlüpfe ich in die Socken und in die Schuhe. Und dann knirscht das so schön und meine Füße werden wieder warm gerubbelt. Vom Dreck. Siehst du, und wenn du eine gute Sterbeamme hast, die das kennt, die wird dir dann im Sterbebett die Füße mit Eiswürfel abrubbeln. Und schon hast du einen Glückspeng-Moment. Lieber mit einem Batzen Dreck. Du kennst mein Lied. Es ist viel zu kalt. Kennst du das Lied von mir? Die dreckerten Füße? Nein, kenne ich nicht. Nicht? Jetzt musst du mal vorsingen. Was, jetzt? Hier? Live? Ja, freilich. Man kann es auch auf YouTube anschauen, aber das Wortfeilen. Ja, Moment. Ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. Du hast dich nicht eingesungen vorher. Nö. Aber ich meine. Mi. Ja. Klingt nicht gestimmt. Nee, Moment, da ist ja das Kabel. Ich bin mit diesen Kabeln. Oh, hoffentlich geht das jetzt. Also Moment einmal. Kabel und Gitarre und live, also gut, live halt, ne? Oh. Moment. Thank you.
Mutter hat gesagt, Kind, wasch dir deine Füße. Sonst kriegst du von den anderen keine Grüße. Ich pfeife auf die anderen, der Dreck bleibt dran. Weil ich so viel freier laufen kann. Doch dann ist es soweit. Es läuft ab meine Erdenszeit. Ich flög in den Himmel hinauf. Und der Petrus macht mir dann auf. Nackt, nackt an der Himmelstür. Petrus sagt mir, graust's vor dir. Deine Füße, Frau, wasch sie dir. Die Dreck an den Füßen, kommst du durch die Himmelstür. Hey, 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 yeah. Petrus sagt, was traust du dir? Das passt nicht zur Nacht. Strecke die Füße und der Engelsgewand. Das ist der Engelschor, gell? Mei, da pack ich heut mein Holz gewandt, also mein Körper. Ich flög zurück ins schöne Bayernland. Da lauf ich dann barfuß durch den Dreck. Leid und den wasch ich nie mehr weg. Denn ich hab keine Sehnsucht nach so einer Himmelstür. Setz mich lieber noch vor mit einer Maske Bier. Schau die sauberen Leute, ob ich sie seine Trott. Und trink noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sprung. Hey, hey, Petrus, was bildest du dir ein? Meinst du wirklich alle? Wolltest du dir nein? Na, 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 na. Ich lieb mein liederliches Dreckersleben. Und ich werd durch diese Himmelstür einfach mitgehen. Hey, 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 so einfach ist also mit dem ewigen Leben. Hast du Dreck an den Füßen, dann musst du nicht gehen. Durch die verreckte Himmelstür. Psch, doch es ist nicht meine, sonst bleibt viel zu viel hier. Hey, hey, hey. Stichwort mit deinen Drecken. Ah, es ist herrlich. Ja. Ah. Schön. Das kann man auch hören im Kabarett. Das ist eine Nummer. Ich glaube,
Kabarets, mit dann ganzer Band, nicht im Hintergrund. Okay. Und Engelschor. Ja. Ich glaube, das war ein herrliches Schlusswort. Ja, also wer noch mehr wissen will von mir, der geht auf www.atempause-karin-simon-zusammengeschrieben.de. Genau, da ist alles drauf. Alle Infos von mir samt Telefonnummer. Okay, also. Ja. Danke für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Es hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Mir schon auch. Okay. Dann ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.